Hallo und willkommen bei Shanwach Tarot. Ich möchte heute Karten legen für Sternzeichen Jungfrau für den Monat März 2022. Ich habe dafür zwei verschiedene Tarotdecks bereitgelegt. Wenn hier Personenkarten auftauchen, Königinnen, Könige, Pagen, Ritter, kann für beide Geschlechter stehen. Und die Legung ist an das Kollektiv gerichtet, an die Allgemeinheit, an alle Jungfraugeborenen. Deswegen, ich sehe dann ein bestimmtes Kartenblatt, ein Muster, eine Situation, die hier entsteht, wird nicht auf alle passen. Wenn es nicht passt, dann lasst es sein, dann ist es nicht eure Legung. Ihr könnt bei Bedarf euch die Videos zu eurem Mond-Venus-Aszendentenzeichen anschauen. Manchmal passt es da besser, das hat viel damit zu tun, welche Planetenverteilung ihr genau in eurem persönlichen Radix habt. Ja, ich schaue zunächst mal, worum geht es hier bei Jungfrau im Monat März? Wo ist der Fokus? Was ist so das Anliegen? Was steht so an? Vorrangig schaue ich für den privaten Bereich, also für eure Beziehung, Partnerschaft, Ehe. Ihr könnt aber selbstverständlich versuchen, diese Legung auch auf andere Lebensbereiche anzuwenden. Da müsst ihr euch ein bisschen reindenken. Ja? So, Jungfrau im Monat März. Königin der Schwerter. Acht der Stäbe. Der Magier. Zwei der Kelche. Ja, sehr verschiedene Energien hier, die aufeinander liegen mit diesen vier Karten. Ich versuche das mal auseinander zu dröseln. Zunächst mal hier diese Königin der Schwerter. Ich weiß noch nicht genau, ob ihr damit gemeint seid oder eine andere Person oder ob das hier generell um ein sehr klares, straightes, direkt geradliniges Vorgehen geht. Ja, vielleicht auch um eine gewisse Klärung. Dann haben wir hier mit acht der Stäbe. Ist ein gewisses Tempo hier angezeigt. Also hier ist sehr viel los mit acht der Stäbe. Sehr viel Aktivität, sehr viel kommt hier in Schwung. Dann mit dem Magier, Manifestation, Wunscherfüllung, irgendwas Neues ist hier am Kreieren, am Entstehen. Zwei der Kelche, das ist die wunderbare Begegnung, vertraglicher Abschluss, irgendwas im Beruflichen kann hier auf die Beine gestellt werden. Im Privaten ist hier eine tolle Begegnung angezeigt, ja, ein sehr harmonisches Aufeinanderzugehen, wo beide zufrieden sind. Also ich kann das momentan noch nicht so genau einschätzen, was hier los ist. Ich muss dafür erst weitere Karten legen. Ja, sieht erstmal nicht schlecht aus. Ich lege mal hier auf die Seite von Jungfrau. Also, wie fühlt sich jetzt Jungfrau mit dem Ganzen? Oh, der Turm. Okay. So. Sieben der Münzen. Der Stern. Der Tod und zwei der Münzen. Ich habe das Gefühl hier mit sieben der Münzen, dass ihr lange Zeit auf etwas oder jemanden gewartet habt. Ihr habt lange Zeit gewartet, bis etwas Bestimmtes passiert, eine bestimmte Situation eintritt oder ein bestimmter Mensch auf euch zukommt. In dieser Zeit habt ihr sehr viel Verzicht geübt. Ihr habt auf einiges verzichtet, euch sehr zurückgehalten.
Ja, habt vielleicht auch versucht, seit jemanden, also einige sind wahrscheinlich auch jemanden hinterhergerannt, in der Hoffnung, wenn ich nur lange genug warte und mich in Geduld übe, dann wird das schon. Ja, hier mit zwei der Münzen, sehr lange dieses Hin und Her hadern und trotzdem dranbleiben. Und es gibt hier sogar Jungfrauen, wo ich sehe, dass die sehr lange Zeit Single waren, sich gar nicht auf eine neue Person eingelassen haben, weil sie die Hoffnung hatten, da könnte noch mit jemandem anderen was passieren. Und ich sehe hier mit dem Turm, dass diese Phase nun endet. Mit dem Turm und mit der Königin der Schwerter endet offensichtlich nun diese Phase, dieses Warten und Zurückstecken. Ihr wollt nicht mehr, ihr merkt, das hat hier keinen Sinn mehr. Hier ist auch mit dem Stern und mit dem Tod eine sehr starke Klarheit, eine sehr starke Transparenz, also eine sehr starke Unabhängigkeit auch von den Geschehnissen, von den Personen, von den Beziehungen. Ihr könnt euch hier sehr stark zurücknehmen und wirklich auf euch fokussieren, ja. Sehr starke Klarheit hier. Und mit dem Tod, ja, ist auch angezeigt, dass ihr euch auch verändert habt mittlerweile. Ja, ihr habt das für euch abgearbeitet, habt gewisse Sachen losgelassen. Und das wird euch wahrscheinlich jetzt zunehmend klar oder bereits jetzt auch schon im März wird euch das klar. Die Königin der Schwerter ist auch eine Königin, die sehr klar aufgestellt ist, ja, die jetzt nicht Ewigkeiten rumjammert. Die sieht die Fakten und die schaut auch, dass es ihr gut geht und trennt mit dem Schwert der Wahrheit auch wirklich Situationen und Menschen ab, die ihr nicht gut tun, die da nicht mehr in ihr Leben reinpassen. So, ich schaue jetzt mal hier auf die andere Seite, hier beim Gegenüber. Was ist da so los? Zehn der Münzen. Zwei der Stäbe. Prinzessin der Münzen. Und Acht der Schwerter. Also hier beim Gegenüber habe ich zwei der Stäbe. Und in Verbindung mit diesen zwei der Kelche habe ich das Gefühl, dass die sehr stark auch hadern. Also in Bezug auf was Festes hier mit euch. Ja. Die sind hier nicht besonders motiviert, in eure Richtung zu gehen, weil die hier mit 10 der Münzen sich in irgendeinem sicheren Gefilde befinden. Also einige Jungfrauen haben es hier mit jemandem zu tun, der gebunden ist, ja, 10 der Münzen. Da ist jemand schon in festen Händen oder hat einfach ist in irgendwelchen familiären Verpflichtungen so stark eingebunden, dass man diesen Menschen gar nicht da rausholen kann. Hier mit der Prinzessin der Münzen sehe ich auch, dass dieser Mensch hier weiterhin an dieser Stabilität arbeitet und den Fokus auf diese Stabilität hier hat, die er bereits mit jemandem erschaffen hat. Ja. Hier haben wir acht der Stäbe und acht der Schwerter. Also für die, wo das zutrifft, ja, die jetzt schon lange auf jemanden warten und jetzt auf einmal eine Kommunikation wieder vorangeht oder startet. Ich sehe schon, dass das Gegenüber hier sich damit schwer tut. Also das Die möchten zwar mit euch kommunizieren, aber die haben Angst, dass sie euch falsche Hoffnungen damit machen. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass ihr, liebe Jungfrauen, hier mit diesem Turm-Moment
auch damit einverstanden seid, dass ihr euch damit abfindet, dass ihr das auch einsehen werdet, dass es nicht mehr so einen großen Sinn macht, hier weiter in diese Richtung zu arbeiten, vorzugehen. Ja. Ich schau mal, wie das hier weitergehen könnte. Ich kann mir vorstellen, dass hier für euch eine ganz andere Chance lauert. So, mal schauen. Drei der Münzen. König der Kelche. Der Turm nochmals. Drei der Schwerter. Und Königin der Kelche. So, ich habe das jetzt zum Schluss näher rangeholt, damit ihr hoffentlich die meisten Karten sehr schön erkennen könnt. Ja, wie geht's jetzt hier weiter? Also, liebe Jungfrauen, ich sehe euch hier sehr stark mitunter in der Energie des Königs der Kelche. Ihr guckt hier auf drei Münzen. Ich sehe die Orientierung in eine ganz neue Richtung. Hier ist ein Aufbau ersichtlich. Hier wird ein neues Fundament gelegt. Ja, mit Münzen, das heißt ein festes Fundament, baut ihr hier auf mit ganz anderen Menschen. Ja, ist was Festes, ist was Solides, ist was Vernünftiges, was hier aufgebaut wird. Ja, wenn es bei euch was Berufliches ist, kann ich sagen, ihr macht hier über eine Ausbildung, eine Weiterbildung oder vielleicht einen kleinen Minijob. Hier ein Neustart legt ihr hier hin in eine ganz andere Richtung, wo ihr aber doch sehr solide Ergebnisse erzielen könnt. Mit diesen Menschen hier ist dann sozusagen finito, ja. Hier ist der Turm nochmal, der hier oben auch war. Drei der Schwerter und die Königin der Kelche. Also hier mit diesen Menschen, denke ich mal, wird es dann endgültig ein Ende geben. Ja, wir haben hier auch diese drei Schwerter. Dieses, was ich vorhin meinte, die sind hier schon irgendwo mit den 10 Münzen in einer anderen Geschichte verstrickt. Die haben hier was Festes und hier so eine Dreierkonstellation, die dann entstehen würde oder die schon entstanden ist. Das wird hier alles gecrasht mit diesem Turm. Das wird hier alles runtergerissen und das wird nicht mehr so laufen, wie sich dieser Mensch das vielleicht vorstellt oder wie es dieser Mensch bisher auch sehr leichtfertig mitgemacht hat. Ja. Für die Single-Jungfrauen sehe ich hier in der Zukunft auch eine ganz neue Option mit einem neuen Menschen, wo ihr aber vorsichtig sein solltet, weil dieser Mensch bringt Altlasten mit sich. Sprich, dieser Mensch ist frisch getrennt oder hat eine ziemlich schwierige Ehe hinter sich oder eine komplizierte Beziehung gerade beendet. Das Ende war auch sehr unschön und seid da etwas vorsichtig, weil, wie das halt so ist, wenn die Menschen diverse Krisen durchgegangen sind, das dauert immer sehr lange, bis man dann tatsächlich auch wirklich offen für was Neues ist. Ja, nicht, dass hier sowas wie eine Vergangenheitsbewältigung mit einer neuen Beziehung stattfindet und ihr da sozusagen der Tröster seid. Ja, bitte aufpassen.
In diesem Fall könnt ihr diesen Menschen auch über sowas wie eine Weiterbildung, eine Umschulung im Beruf auf Arbeit kennenlernen. Ja, nur so als Info. Gut, ich bin am Ende angekommen. Ich wünsche euch einen schönen März und einen wunderbaren Start in den Frühling. Macht's gut. Tschüss.